Es ist wirklich unsäglich, heute Philipp Wiederkehr hat irgendwelche Melodien im Kopf und irgendeine so eine halbe Stunde tut es wieder so ein bisschen raus sprudeln wie aus einem Vulkan. Es ist wirklich ein Super Mario-Song, wo du jetzt einfach am Pfeifen bist. Aber wieso? Was ist heute los? Du hast heute nur Song-Tourette, so eine Art, so, es kommt einfach plötzlich und ich kann nichts dagegen machen. Kennst du das nicht? Dass plötzlich so Songs oder Melodien anlaufen. Und heute ist so ein Tag, ich glaube, weil ich heute schon um 5:30 aufgestanden bin, ich bin einfach wach gewesen. Was ist los? Es ist nicht einmal, dass Baby mich geweckt hat. Ich bin von allein um 5:30. 5:30 bin ich so im Bett gestanden und habe irgendwelche Melodien im Kopf gehabt und habe gefunden, jetzt ist der Tag startklar und jetzt bin ich übermüdet. Ist die Bettflucht, die einfach schon langsam reinkickt? Ja, aber ich gehe dafür auch schon um 9:30 also ins Bett unterdessen. Was? Vielleicht musst du einfach mal bis Mitternacht wach bleiben und dann kannst du auch auspennen und bist bis um 5:30 wach. Ich bin im falschen Rhythmus gefangen wahrscheinlich. Aber ich glaube, es ändert sich, wenn dann wieder mehr, ja. Wenn mehr Sachen los sind. Mehr anders, wenn es anders ist wieder im Leben. Okay, aber findest du das positiv, wenn du um 5:30 schon aufstehst? Nein. Also, oder was machst du denn? Yoga, habe ich heute Morgen gemacht. Power-Yoga. Nein, da möchte ich ein Veto einlegen. Matu, nicht ausrufen. Du skatest, du machst Skateboarding. Nicht ausrufen, Matu. Das ist tiptop. Ich habe im Moment einen riesen Lauf im Yoga. Ich sage es, mein Ziel war, nach meiner letzten Kurzferien, 5-mal in der Woche, also 5 von 7 Tagen, eine Einheit Yoga machen. Und damit meine ich so zwischen 15 und 25 Minuten, nicht mehr. Wirklich also, so eine Routine. Also bist denn du so jemand, der so YouTube-Tutorials macht und dann tut jemand dich vorjögeln? Ja, es gibt und so eine deutsche Frau, die Übungen vorzeigt und ich mache sie ihr an. Und dann läuft noch so ein bisschen Klangmusik im Hintergrund. Nein. Da hat so einen Labrador, der hinten mitmacht. Es hat auch ein Labrador oder sie ist gerade in Bali oder sie ist gerade in irgendeiner Werkstatt. Sie hat immer so ein andere Hintergründe, aber sie ist sehr gut produziert. In der vorletzten Folge haben wir darüber gehabt, dass du ein Aussteiger wirst. Mhm. Und ich glaube, wenn du jetzt auch noch Yoga machst und so, du bist im Fall wirklich eins von Elefantenhosen. Ja, ich habe auch schon so ein paar Elefantenhäuschen, glaube ich, noch einmal. Ist ja gleich. Hast du nicht? Jetzt muss ich intervenieren. Jetzt vorher hast du noch den Rücken gestärkt. Jetzt kannst du bitte auch mal etwas sagen, David. Was ist denn mit dir passiert? Nein, es ist eine kleine Trickaussage gewesen. Ich habe tatsächlich Elefantenhäuschen daheim, aber ich habe die geschenkt bekommen für meinen Sohn. Ich habe so Baby-Elefantenhäuschen. Und dann zwängst du auch mit die Häuschen hin zum Yoga machen. Ich weiß nicht, warum die verrissen sind. Und wieso hat denn die Person gedacht, mal deinem Sohn könnte das gefallen, weil es vielleicht den Eltern gefällt? Nein, die waren in Thailand in der Ferien und dann haben sie mir das mitgebracht. Ja, okay. Jetzt ist mir auch noch etwas, was mir auffällt. Bei dir daheim haben die nicht noch so am Wand, haben die doch auch noch so wie so eine Art Mandala-Bild-Ding, wo auch sehr aussteigerisch eigentlich ist. So eine Drogendecke, ich kann es sagen. Ja, es sind so Anzeichen. Es gibt so Leute, die so Gabber hören auf TikTok und mir irgendetwas erzählen von Weltverbesserung, haben genau auch so einen Hintergrund. So Leute, die ganz laut so Ja, genau, ja. Und dann trommelt jemand dazu. Wieso haben die so eine Drogendecke an der Wand? Die haben wir mal irgendwo in Portugal haben wir die mal gekauft, haben einen Merit und die ist jetzt... Aber es ist ja irgendwie ein bewusster Entscheid. Das haben die ganz fest wollen, weil es hat 2 Köpfe gefüllt. Wir haben gefunden, die Wand ist einfach weiss, jetzt machen wir da ein bisschen Farbe dran und dann haben wir halt so eine Goa-Decke jetzt dort an der Wand. Goa-Decke! So eine Goa-Decke, ja. Die haben wir immer noch. Nein, ich bin nicht so nahe im Spirituellen, aber ich habe gemerkt, dass... Das war auch eine Corona-Entdeckung. Ich habe während Corona habe ich angefangen, Yoga zu machen. Ich war sehr weit weg von dieser Welt und habe gemerkt, es tut mir einfach extrem gut. Das tut ist aber schön. Meinem Körper und meiner Psyche extrem gut. Wenn ich nach einem strengen Tag so eine Routine mache, dann bin ich nachher wieder entspannt. Machst du das am Morgen oder machst du das am Abend? Beides. Ich habe gerade einen Voice-Crack gemacht. Aber also neu am Morgen, weil am Abend, wenn ich heimkomme, ist Baby-Times. Da musst du ins Bett tun und so, da kommst du nicht mehr dazu. Darum mache ich es jetzt am Morgen. Da bin ich um 6:30 wach, da kann ich um 6 ins Yoga machen. 6:30 in die Dusche, bin ich um 7:30 im Büro. Aber es gibt ja auch nachher so Baby-Yoga und so Zeug. Wo man Sachen kann machen mit dem Kind. So ja, kannst auch, ja. Aber das ist jetzt mehr, das ist... Bist du schon mal draußen Yoga machen? Weißt du, so im Park... Hast du die Matten rausgenommen und das Handy? Habe ich auch schon mal das gemacht. Aber mehr in den Ferien. In der Ferien mache ich das. Wisst ihr, was ich auch noch gemacht habe? Da werdet ihr jetzt auch wieder Sachen entdecken. Selber Nudeln. Von mir. Nein, ich bin mal recht tief in der Meditation innen gewesen. Wie? Was? Wo man wirklich einfach, hast du mal in sich innen geht und probiert, die innere Stimme eigentlich tot zu machen. Und? Dass du eigentlich wie nichts denkst. Das ist krass. Ja.
Hast du das geschafft? Ich habe das geschafft, ja. Und dann bist du wirklich einfach... Wie lange hast du gehabt? Oh, das interessiert mich. Was war dein Trick gewesen? Wie lange hast du gehabt? Hey, du musst eigentlich immer wenn du wieder anfängst zu denken, musst du sagen, wie nein, jetzt fährst du nicht irgendwie dein Gedankenexperiment ausschweifen und machen und tun. Und dann musst du wirklich einfach mega hart sein zu dir. Okay. Und dann kannst du nachher wie so 20, 30 Minuten. Aber bis du bis zum Punkt gekommen so? Bist, im Fall wirklich einfach auf der Weltreise gewesen. Mhm. Und dann, ja, so ein paar Wochen. Oh, das sind, aber ich habe noch schnell eine Frage. Ja, natürlich. Jetzt, willkommen bei meinem spirituellen Podcast. Ist das denn, ich kann euch schauen, wie man die beste Grasmischung nachher noch macht. Wie? Entschuldigung. Was? Ja. LSD-Spray. Ist das ein Gefühl, das man nur kann erleben kann, wenn man das schafft? Also ist es ein signifikanter Unterschied, das Gefühl, nichts zu denken und dort zu sitzen? Es ist mega toll, wenn dein Hirn einfach leer ist, weil unser Hirn ist ja, also schau uns an, wir sind die ganze Zeit am irgendetwas machen, er da irgendwie am Super Mario Brothers Dinge machen, TikTok, du, also es ist ja wirklich nonstop, bis bei uns am Blinken machen. Sogar während der Podcast läuft da hinten so eine Schrift durch, das Studio 4. Ja, es ist ja abartig, die Eindrücke, die du hast, ja. Und dem Hirn einfach mal eine Verschnaufpause geben, aber ist im Fall schon sehr geil. Ist denn das nicht, also ist denn das... Also ich bin kein Experte. Ja, aber du hast so erreicht, das ja. Gefühl ist, aber was ist denn der Unterschied zu schlafen? Also ich frage jetzt, ich frage jetzt unironisch. Weil es bewusst ist. Weil du bewusst schlafst, bist du am Verarbeiten. Ja, in dem Sinne, hast du auch crazy eigentlich. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich einschlafe, dann ist mein Ziel ja auch nichts mehr zu denken. Und immer wenn ich so das Gefühl habe, ich schaffe es, dann schlafe ich noch. Lustigerweise kann ich ja nur einschlafen, wenn ich etwas denke. Wirklich? Ich kann nicht, ja. Vielleicht schläfst du mit Hypnose, hätte ich jetzt fast gesagt, mit Meditation musst du vielleicht einschlafen. Ja, vielleicht hast du ja das Ding schon. Ich muss das mal bewusst machen. Ja. Ich habe das Gefühl, ich tue mich immer zum Einschlafen bringen, indem ich versuche, alles von mir... Ich habe so ein Bild, ich habe euch das noch nie erzählt. Ich tue jeden Abend, habe ich so eine, also im Schlafzimmer, habe ich so einen virtuellen Kleiderhaken. Den gibt es nicht in Wirklichkeit, aber ich weiß genau, wie der aussieht. Ich weiß genau, wie der aussieht und der steht im Ecke vom Zimmer. Und dort tue ich alle meine Sachen in Form von Kleidungsstücken. Also alle meine, ich sage jetzt, alle meine Sorgen tue ich in Form von Kleidungsstücken dort anhängen. an der virtuellen Kleiderhose. Aber hast du das selber das herausgefunden, dass du das machst? Oder hat das irgendwie... Nein, das habe ich selber herausgefunden. Das mache ich, seitdem ich etwa 15 bin oder so. Das mache ich schon lange. Mega Sinn. Und ich tue mir auch immer ich habe mega viele Kleider, also und die habe ich auch nicht, aber ich weiß, wie die aussehen. Und es sind nicht nur Kleider, es ist zum Beispiel auch so eine Umhängetasche oder ein Hut und so. Und je nach wie schwer und wie gross die Probleme sind, ist es halt so ein fetter, schwitziger Bulli oder so eine Dächelkappe. Und am Schluss habe ich so alle meine Sachen abgezogen, die sind an dem Kleiderhaken. Und dann kann ich auch immer einschlafen, weil ich weiß, sie sind noch in dem Raum, sie hängen dort hinten und morgen muss ich das Zeug wieder anlegen. Das macht mega Sinn, und in der Nacht schlafe ich dann immer so im Pischi ohne all die Kleider. Und wegen dem habe ich das Gefühl, ist das mein Weg zum Einschlafen. So ja. Versuche an nichts mehr denken. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es genau das Gleiche ist. Nein, es ist nicht das Gleiche. Mhm. Du tust wirklich einfach, weil dein Hirn, wo du wie immer irgendetwas denken und ja. Du tust dein Hirn immer wieder zurück. Ja. Es ist nicht Sorgen abladen oder Sachen, die sind eigentlich wie immer rum, aber es geht echt wieder darum. Nein, ja. Du. Der Philipp Wiederkehr, du bist doch der Aussteiger. Das ist mega spirituell, das macht mega Sinn für dich. Nein, das ist mir schon zu verkopft. Das ist jetzt, man nimmt so ein weltliches Gerät wie einen Kleiderhaken. Aber das ist mega schön, wenig, es ist zu Holz. Wenig naturell. Oder? Du musst eigentlich auf so einer freien Blumenwiese sein. Und nicht in einem Ständer mit Kleidern. Aber wenn so du in einer freien Menschen Blumenwiese reinhockst, dann bist du alles noch. Nein, ich finde, jeder soll doch das machen, was ihm hilft, weil jeder steht für das, was er macht. Also von dem her, nein, das ist super, was du machst. Aber ich brauche es nicht, ich schlafe mega gut ein. Ich wache einfach früh auf, aber einschlafen habe ich noch nie Mühe gehabt. Ich schlafe sofort ein, kein Problem. Also das ist ein Privileg, weil ja, Leute, die nicht einschlafen können. Ja, das ist jetzt ein Jahr lang Horror. Ich will es nicht nachleben. Ich habe das bis jetzt vielleicht mal in kurzen Phasen gehabt. Haben die Oropax, wenn ihr einschlafen? Braucht ihr das? Nein. Ja, höchstens, wenn es wirklich laute Musik... Höchstens, jemand hat einen Zeltplatz unten dran, der Walliserkanne. Jemand hat einen Zeltplatz unten am Partyzelt gemacht. Musik läuft, kann ich nicht schlafen, weil dann, das ist das Gleiche wie mit diesen Melodien im Kopf. Dann singe ich im Kopf, während ich einschlafen will, immer die Melodien und kann nicht schlafen.
Und letztes Jahr am Open Air St. Gallen ist eben Dings gekommen, das Dicht im Flieger, oder nein, das Laila. Der Laila. Und das ist ja wirklich, der ist gerade neu gewesen. Das ist das Schlimmste. Der Schlimmste. Laila. Und der ist die ganze Zeit gekommen und dann ist mir der angelaufen. Und ich habe bis um 4 Uhr morgen spät nicht können schlafen. Weil der Song aber alle 10 Minuten gekommen ist. Ja. Ich bin enttäuscht, dass du um 4 Uhr morgen schon im Bett gewesen bist am Open Air. Also ich bin um 2 Uhr ins Bett, ja, und bis um 4 Uhr nicht können schlafen. Dann sind ja noch Konzerte gewesen. Ja, ja, ich schaffe es nicht mehr so lange, gell? Ja, ja. Gut, das ist der Debriefing 404 Podcast. Heute ein bisschen in einer Sommeredition. Das bin ich, der Herr Wiederkehr, der Herr Meuri. Das ist jetzt sehr unmotiviert. Ja, ich merke, das bin ich. Ja, ich mach mal noch die Sommerversion. Du hast auch so ins Leere geschaut. Ja, aber gerade abgeschlossen. Ja, wir reden ein bisschen über uns. Es ist heiß. Es ist Sommer. Ich hoffe, du bist an einem besseren Ort wie wir. Mhm. Das hat definitiv. Also. Wir haben aufgerufen, was sind eure Fragen, und da sind ganz viele Sachen zurückgekommen. Ich habe das sehr gut vorbereitet. Früher, wo es noch 2 Uhr morgen geheißen hat, haben wir das an meiner Bowl gemacht, haben wir das eigentlich jedes Mal immer Fragen beantwortet. Mhm. Jetzt habe ich das einfach wie ausgedrückt und ich habe wie gefunden, hey, wir tun mal noch ein paar beantworten. Debriefing. 404. 3 Dullis, viel zu tun. Null Bock. Wir haben wie aufgegriffen, wir dürfen jede Frage einschicken, und David Möhrig hat mega Angst. Ja, es haben Leute wirklich Sachen gefragt, wie ey, Berg, kriegt euch ein, Alter, was habt ihr für Fragen? Also ich beantworte eh alles, aber die Frage ist wie, gell? Ich fange mal an. Hä? Oh. Der Jonas Zürer fragt, die 5 besten Schweizer. Innen. Er hat nicht gegendert, aber man kann auch SchweizerInnen sagen. Die 5 besten SchweizerInnen. Die 5 besten Schweizer. Er wollte wissen, was die 5 besten Schweizer sind ever. Das ist eine mega schwierige Frage. Ja. Ui. Also Platz 5. Wilhelm Tell. Also das ist geiles Sicht. Darf ich auch sagen, meine Mami ja zum Beispiel. Ist sie Schweizerin? Sagen, ja. Also ist in Tschechien geboren, aber Schweizer Pass. Das gilt als Schweizerin. So kann man mal einen Lanzen brechen für alle unsere Mamis. Ja, ich finde, meine Mami und auch mein Papi gehören eigentlich schon mal in Top 5. Ja. Das ist jetzt, weil ich Vater bin, wieder so, habe ich plötzlich so die Gefühle für Familie, meine Eltern. Die Familie, was die alles gemacht haben. Meine Frau, mein Sohn, sind schon 4. Ah, nein, das ist scheiße. Man muss schon richtig, man muss also Prominente nehmen, ja, sonst ja, macht es keinen Spass. Das kann man wirklich Familie. Brüder, also. Gut. Leute, die Sachen erreichen. Simi Amann. Simi Amann, grösste Legende. Heute habe ich gerade das Video wieder gesehen, wo der Simi Amann am Sporthilfe Hallenstadion-Event mit dem T-Shirt über dem Kopf in eine Kamera rennt und auf die Fresse geht, aufsteht mit blutigem Gesicht und so rumlacht. Aber lenkt das, um irgendwie abmagern und aber eine Schanze gumpen und am weitesten fliegen, um den besten Schweizer zu werden? Er ist Doppel-Olympiasieger. Er hat den Moment verpasst, zum aufhören, aber ich glaube, es ist also zweimal Doppel-Olympiasieger werden. Das ist wirklich Simi Amann, Riesenlegende. Also, ja, wenn du das willst sagen, also dass du das erfährst, dann kannst du mal... Vollschaden, ja. Aber Riesenlegende. Ich bin natürlich ein grosser Fan von Menschen, die einfach so direkt raussagen, was sie denken, was sie machen, was sie tun. Ich bin nicht immer zu 100% ihrer Meinung, aber ich finde, eine fucking Legende in diesem Land ist Jacqueline Badran. Ja, finde ich auch geil. Ich finde, die hat einen Flugzeugabsturz überlebt, die hat irgendwie einen Lawinenuntergang überlebt. Mhm. Die lässt die Bären raus, wirklich. Und ich glaube, wenn ich so wirklich in der SVP alte weiße Mann wäre, ich hätte Angst vor ihr. Ich glaube, die haben wirklich Angst vor ihr. Wenn die vor das Rednerpult kommt, putzt sie einfach mal wie alle ab und in einer schwitzt sie und hat immer so ihre Schweißtuch dabei. Und sie ist auch so no fucks given. Hast und ich finde teilweise auch so, dass sie ein bisschen too much ist, aber ich finde einfach so, hey, wir brauchen mehr Badrans in diesem Land. Ja. Egal in welchem Spektrum, aber einfach auch mal so, Gottverdammt, wir hören doch einfach alle auf, so dumm zu tun. Ja, ich finde Badrans und ich finde das wirklich so erstrebenswert. Spirit Animal. Ja, wirklich. Aber wirklich? Jacqueline Badran ist tatsächlich mal an einer Open-Mic-Show gekommen, also an einer trümmeligen Bar im Niederdörfli. Ist reingekommen, ist reingesessen, so, es hat etwa 17 Leute gehabt und sie war eine von denen gewesen, also nein, es hat 7 Leute gehabt und sie war eine von gewesen, hat sich so der erste Comedian angeschaut, ist aufgestanden und gesagt, das ist nicht lustig. und ist rausgelaufen und hat noch ihr halbvolles Bier mitgenommen und hat sie auf der Straße rausgetrunken. Und ist es nicht lustig gewesen? Es ist nicht lustig, sie hat recht gehabt. Es ist so gut. Plot, ich bin auf der Bühne gestanden. Ja, nein!
Nein. Aber sie ist wirklich... Und ich finde es nur schon geil, dass sie überhaupt an ein Open Mic geht. Ich meine, die hat ein eigenes Unternehmen, ist Politikerin, raucht jeden Tag 3 Päckchen Ziggy. Also die Frau ist beschäftigt. Und dann hat sie noch, dann hat sie noch Zeit, um an ein Open Mic zu kommen. Es ist wirklich so geil, dass sie das überhaupt macht. Ich finde wirklich im Fall so, wir müssten ein bisschen mehr Schacken sein. Ja, einfach. Okay. Weil wir sind ja alle immer auch so ein bisschen... wenn es allen gut machen und dann uns dann innerlich zurücknehmen. Manchmal musst du wirklich, wenn es scheiße ist, musst du einfach sagen, sorry Mann, das ist jetzt scheiße. Musst auch mal rauslassen. Ja, einfach mal rauslassen. Ist für mich auch top, top Schweizerin. Ja. Ich bin schwanker zwischen zwei. Ich sage, ja, zum jetzt nicht... Der Wilhelm Tell ist keine Person. Ja, ich weiss, ich habe den auch jetzt wieder zurückgezogen. Gut. ich habe mich gerade jetzt zurückerinnert an die erste... ich sage jetzt Ikonen, die ich mich so wirklich erinnern kann. Und es hat schon auch ein bisschen mit ihrem Aussehen zu tun, aber ich habe dann, weil das so einprägend war also am Anfang. Also Aussehen? Martina Hingis. Und ich habe mich dann angefangen Vereine Schneider für sie interessieren und sie hat mir auch so ein bisschen den Weg in die politische Faszination geöffnet. Das ist auch Politikerin. Moment, ich muss es herausfinden. Ja, können wir gerne probieren. Wo der Moiri heiß findet. Ruth Dreyfuss. Nein, ich habe nicht gesagt, heiß finden überhaupt. Micheline Galmire. Ja! Was? Das sicher nicht mich. Hä? Ich finde... Das passt zu Moiri. Das ist so eine random Person. Wieso ist mir das random? Boring. Micheline Galmire. Die hat immer so schreckliche Frisuren gehabt. Ja, also, die hat so eine Melonenfrisur. Ja, immer so einen Helm. Die hat so einen Helm gehabt. Aber die hat sie hat schon viel gemacht. Hat das Fußdeck hinter den Ohren gehabt. Engagiere mich für die humanitäre Sachen. Da hat sie noch keine Frauen gehabt in der Politik, die sie in der Politik gesehen und sie ist da zwischen. Hat es schon gegeben. Ja, schon. Doch. Aber ja, noch nicht vielleicht weniger als heute. Viel weniger als heute. Und sie hat da auf den Putz gehauen, auch ganz anders als Jacqueline Badran, aber irgendwie so bestimmt und du hast ihre irgendwie auf eine, für mich ist sie so immer so krass, also ich sage jetzt, die heutigen Bundesräte, die werden ja auch von den Medien heutzutage so ein bisschen ich habe wie das Gefühl, so ein bisschen der Respekt für eine Bundesrätin, für eine Bundesrat ist nicht mehr so krass hoch wie damals, so aus meiner Sicht, und für mich ist sie so absolut unantastbar gewesen. Und du hast gewusst, hey, wenn sie sagt, es ist so oder am Verhandeln war, dann hat das auch wirklich Hand und Fuß gehabt, Substanz. Wirklich? Das ist mir nie so reingekommen. Nein, ich könnte es auch. Für mich ist sie sehr prägend gewesen, so für die politische Landschaft. Okay. Habe ich das Gefühl gehabt. Für mich ist sie aber vielleicht ist sie ja gerade in einer Zeit, weiss ich genau, wenn sie Bundesrätin war, müsste sie noch schauen, ich weiss, noch nicht mehr genau. Hören. Aber das ist so... Aber ich glaube, sie wäre so wie... Ich weiß nicht mal, was sie für Recht hat. Ich weiss, dass sie Außenministerin war. Sie hat sehr viel... Dass sie mal mit dem Kopftuch noch im Hängen ist. Sie hat viel humanitäre Arbeit geleistet. Ich glaube, schon Außendepartement. Aber ja. Ja. Würde ich gerne ins Rennen schicken für in die Top 5. Voll im Politiker. Ja, ich habe mich jetzt dafür entschieden, weil ich habe sie schon vorher im Kopf gehabt. Es ist wieder, du weißt, ihr könnt euch jetzt da brüsten mit so, ich nehme da so eine raffinierte Politikerin und ich habe das Simi angenommen. So, danke vielmals. Das langt, ja. Ich habe zuerst überlegt, ob ich Hazel Brugger nehmen als Person, aber die wäre nicht von Herzen gekommen, weil ich wollte Michel gar nicht mehr ins Rennen schicken. Das ist gut, das ist alles. Sind jetzt halt zwei eloquente politische Persönlichkeiten. Ja. Und jetzt kannst du wieder mit einem Hüppelpromi kommen. Mit einem Gag-Promi kommen. Wieder mit einem alten weissen Mann. Komm mal wieder. Nein, weißt du, Rest in Peace darf man auch, wo schon verstorben ist, jemand. Ich glaube schon, ja. Martin Schenkel. Der Flip von Fasten Familie. Das ist ein grosser, das ist einer der talentiertesten KünstlerInnen, der eben auch populär war in einem Land. Die Rolle des Flip in Fasten Familie, das war so etwas, ich glaube, für da in den 90er Jahren, der hatte so eine Lockerheit und eine natürliche Lustigkeit, die in der Schweiz, glaube ich, noch nicht existiert hat. Und dann irgendwie auch schwierig. Ich finde, der Sedi von Easy hat so ein bisschen das in sich hinein. So einfach so etwas, so noch. Obwohl es, ich bin in Schweizer immer so ein bisschen den Stock im Arsch. Ich finde so lustige Schweizer, die so natürlich lustig sind, gibt es wenig. Und er in dieser Rolle hat es einfach gehabt. Er hat das mit seinen T-Shirts und so. Und logisch, es war eine Rolle gewesen. Und man hat es dann zwischendurch auch verwechselt, dass er das eben gar nicht der Martin Schenkel ist oder der Flip. Und der hat ja eben nebendran noch
recht gut, also mega gut. Der hat eine Band gehabt, der hat zwei Alben rausgebracht, recht poppig, aber für die Zeit, hey, der Zeitgeist getroffen, wenn der ein internationaler Künstler gewesen wäre, das sind Hits, die er geschrieben hat. Der ist verdammt talentiert gewesen. Und er ist eben nach der fast Familie-Ding schon ausgestiegen, noch bevor es nachher abgegangen ist, im richtigen Moment ausgestiegen und hat dann eigentlich, wieso will er auch eine ernsthaftere Schauspielkarriere gemacht, hat Musik gemacht, hat irgendwie eine Familie gehabt als Kind und ist dann wirklich, glaube ich, tragisch, irgendwie mit 34 oder so, an einem Hirntumor gestorben. Ja. Und ich weiss noch, ich hatte einfach, für mich war das so ein Kindheitsheld gewesen, der Flip. Also der Martin Schenkel eben. Und der hat eben viel mehr gemacht als nur Fast der Familie. Habt ihr aber so Fast der Familie geschaut? Ja, jeder so Freitagabend. Immer. Das ist noch so krass gewesen. Das ist so eine Zeit gewesen, wo glaube wirklich so das Fernsehen die ganze Nation hat können versammeln. Das hat man am Freitag, am 8. hat man das geschaut. Und wenn man das nicht geschaut hat, hat man am Montag nicht können mitreden. Es ist wirklich so ein Lagerfeuer-Moment. Ja. So die ganze Schweiz hat Fast der Familie, also die ganze Deutschschweiz hat Fast der Familie geschaut. Aber findet ihr, das ist gut gealtert? Findet ihr, also haben das jetzt nochmal... Es kommt auch nicht genug, so am Sonntagnachmittag. Ja, es gibt jetzt Wiederholungen auf SRF 1. David Möri schaut das ein. Du hast es auch aufgenommen. Ich habe immer wieder reingeschaut. Und? Hey, ich finde im Fall, es ist easy gealtert. Es gibt natürlich Sachen, die wir nicht mehr funktionieren, vor allem die Rollenbilder, die ganz grundsätzlich auf die Charaktere geschrieben worden sind. Das Vreni, wo Assistentin war in der Bank und sich hat müssen schön machen und sich Sachen gefallen lassen von diesen Chefen. Das war immer wieder Thema gewesen. Und ja, also man kann es nicht böse sein, habe ich das Gefühl, auf eine Art. Und was ich zum Flip sagen will, das war auch, bin ich ein kleiner Junge, als ich das geschaut habe, und bei mir ist der Flip reingekommen, als ob er als Einziger sich selber spielt in dem Ganzen. Und die anderen haben alle eine Rolle gehabt, das habe ich voll gecheckt, dass das Schauspieler sind, die normalerweise nicht das schaffen. Aber ich habe immer gemeint, der Flip ist einfach, der ist wirklich so. Der geht nachher raus auf die Strasse in Zürich seine T-Shirts verkaufen. Und das ist eigentlich, habe ich das Gefühl, jetzt rückblickend, das beste Kompliment, das man jemandem hätte machen können, wenn man einem abgenommen hat, dass er das lebt, die Rolle. Ich glaube, darum funktioniert zum Beispiel auch Zucker mega gut, weil ja das auch, das sind ja also nicht sind auch, so, das sind keine richtigen Schauspieler zum Teil, aber zum Beispiel der Hauptcharakter, der spielt ja irgendwie auf eine Art auch sich, es spielt alle so ein bisschen sich selber und ich glaube, das macht es eben irgendwie auch aus und er hat das irgendwie auch so ein bisschen, es ist zwar eine Version von sich selber, aber es ist so mega nahe gewesen und durch das hast du so eine Sympathie können aufbauen. Es ist eben nicht so das Theater-Schauspieler-Zeug. Das hast natürlich auch gehabt bei Fast der Familie. Eben, die anderen haben dann schon so klassische Theater-Schauspieler. Der Walter Andreas Müller ist ja so ein richtiger. Aber bei dem weisst du auch nicht mehr genau, wo ist die Grenze zu echt oder zu Schauspiel. Jetzt haben wir noch einen Platz, oder? Ja. Haben wir noch einen übrig? Wir haben zwei Politikerinnen, Schauspieler, Skispringer. Ein Skispringer, ich kann ich ihn wieder zurückziehen? Kann ich das hier wieder zurückziehen? Nein, Sportler. Wer ist jetzt da rein? Man bräuchte eigentlich noch einen originären Musiker, Musikerin. Bräuchte man jetzt noch. Von der Schweiz? Ja. Ja, oder ein Arzt, Ärztin. Es hat doch immer der eine hat immer so Preise gewonnen, der Richner, weil der irgendwie noch so Kinderdörfer aufgebaut hat. Ich habe etwas. Der Bertrand Piccard. Null Emotionen zum Bertrand Piccard. Auch keine Emotionen, nein. Null Emotionen. Okay. Nein, auch nicht. Aber ja, ich habe auch noch, wo in einer so ein bisschen Aktivismus-Politik hineingeht, aber ich bin einfach ein kleiner Fanboy von ihr. Und jedes Mal, wenn ich sie sehe und sie mir wie könnte, bin ich so... Aber ich finde eben Anna Rosenwasser recht cool. Wirklich im Fall. Und ich weiss, Anna Rosenwasser hasst mich. Sie tut mega... Sie scheidet Geister, aber ich bin recht ein Fanboy. Ich finde sie einfach jemand, der wirklich einfach kämpft. Also die, und ich würde das mega bewundern. Sie muss man glaub, schon noch schnell, ich glaube, die kennt jetzt nicht jeden, Anna Rosenwasser. Also sie ist eine LGBTQ-Aktivistin, die sich einsetzt für Gleichberechtigung. Und ich habe sie mega lang mega, mega nervig gefunden. Ja. Es ist mega penetrant und immer so aktivistisch. Und dann habe ich einen Doc über sie geschaut, wo ich so gemerkt habe, hey, shit, die Frau hat, durch das sie so Influencerin ist in diesem Bereich, trifft sie mega viele Leute, die mega weit weg sind von diesen Szenen, aber vielleicht sich irgendwie im Jugendalter mit als lesbisch oder schwul outen zum Beispiel. Und dann durch sie eigentlich wie, sie macht so Partys in Zürich für so Leute, die neu in die Community kommen. Und sie ist wie so ein Vorbild für sie, die kommen dort her und eröffnet ihr eigentlich die Welt, wo sie sich wohlfühlen können, weg von ihrem Dorf, wo es vielleicht für sie schwierig ist. Und
dort hat, ist für mich der Punkt gewesen, wo ich so gemerkt habe, aha, ich check jetzt, warum sie nervig ist. Sie muss es so komplett übertreiben, damit sie... Ja. Dass es weit, du weißt genau, dass, ja, du weißt, wie bei uns, du musst eigentlich immer 10% mehr geben, dann, ja, kommt es bei dem daheim an, als wäre es eigentlich wie normal. Voll. Und sie muss, weil es halt wie noch aktivistisch ist, muss sie, glaube ich, 30% mehr, ja, geben, dass es im hintersten Krachen eigentlich wie ankommt. Das ist das ganze Problem. Weil für uns ist es over the top, aber wir sind halt auch eine andere Bubble. Mhm. Und in noch anderen Bubble musst du das wirklich durchbrechen. Voll. Mhm. Aber ich finde auch, die macht eine gute Sache. Ich finde, du musst eben gar nicht unbedingt Fan sein von ihr, weil ich man kann... Ich bin Fanboy. Ich finde das gut, also ich finde es sehr cool. Ich würde mit dem sagen, egal, ich finde es immer cool, wenn Leute, ich sage jetzt, Meinungen können, also andere Leute können bewegen, dass sie selber anfangen denken und anfangen das Hirn einschalten und mitmachen. Und ich finde, Leute, die andere Menschen so zu dieser Aktivität können bewegen, sind automatisch bewundernswert. So. Wow. Aber du, ja, kannst auch noch etwas machen. Ich kann sagen, jeden zwei. Heute haben wir fünf, oder? Ja, ich finde, das ist jetzt bunte, ich finde, das ist eine bunte, ist eine Top 5. Bunte Mischung. Ja, ja. Ein schöner Struss an bekannten Persönlichkeiten. Also, aber es ist natürlich eine sehr unvollständige Liste. Aha, ja, natürlich. Nein, das sind jetzt, ja, das ich will im Nachhinein, können wir noch mehr, jetzt habe ich wie so eine innere Challenge, können wir noch mega viele Personen. Und ja, wir haben extra den Roger Federer nicht genannt. Ja, also der kommt sicher nicht rein. Darf ich eine aussuchen? Hey, ja, natürlich. Ja. Wir haben mal gesagt, wie lange das wir eigentlich hier machen. Wie machen wir denn? Wie lange? Wir wissen es nicht. Wir haben jetzt eigentlich mal einfach eine Frage. Also ich habe mal eine. Das ist eine lange Frage. Ich habe, also übrigens, danke vielmals. Ich habe eine gute Frage gefunden. Weil es lässt einem ein bisschen nachdenken über Persönlichkeiten in diesem Land. Es ist eine relativ Frage in einem ganz anderen Spektrum. Kolle fragt, ist der Mario schon mehr als 3 Stunden in Olten gewesen? Das ist eine ganz gute Frage. Ich hoffe, das ist ein Oldner Bro oder Oldner Sis, der das fragt. Mhm. Ich muss, also zusammengerechnet mit allen Aufenthalten und Umsteigereien. Ja, die Umsteigereien zählen nicht. Mich nimmt es jetzt Wunder, wie lange der Mario braucht, um eine klassische Ja-Nein-Frage zu beantworten. Ich bin insgesamt wahrscheinlich in allen Aufenthalten schon, ja, länger als 3 Stunden in Olten gewesen, aber nicht viel länger. 3¼. Wahrscheinlich gerade so. Wieso bist du nicht bist länger du erst so gewesen? Wenig in Olten gewesen? Ja, ich bin da einmal in das tolle Disco. Kaffee, wo ich so nett bedient worden bin, den Kaffee getrunken, das ist vielleicht 1 Stunde gegangen. Dann haben wir einmal zu Olten alle Menschen getroffen, wo wir noch ans Gurten sind, an unserem legendären Gurten Hang. Festival? Dreh? True Crime Dreh? Bin ich nicht dabei gewesen. Ich kann ich leider nicht mitreden in dieser Hinsicht. Gut. Von dem her, faire Frage, ich sage jetzt Jein. Du musst mir auf Alter kommen. Ich würde sagen, es sind etwa so, ich bin jetzt auf... Wobei das Treffen mit diesen Kollegen, da haben sicher noch ein bisschen, sind sie sicher noch ein bisschen verhockt. Nein, es war aber am Morgen früh gewesen, wirklich Kiosk rausholen und dann weiter. Du bist, glaube ich, unter 3. Ja, aber ich glaube, die Leute brauchen ein bisschen mehr Alten in ihrem Leben. Ja, wir können mal einen Alten Nachmittag machen. Ja. Bogabri Creations, wie viel ist euer Monatslohn? Sehr gut. Wir können alles beantworten. Ja. Muss noch was, schauen. Netto oder brutto? Auf 80%. Das Gute ist ich eben... Jetzt in meinem also ich kann ja das natürlich jetzt hier aus Chef beantworten. Nein, ich glaube, ich kann ja alle nachschauen. Ich kann das Team durchgehen. Tun einfach den Mattus erstmal durchgehen. Nein, ich glaube, bei SRF ist ja wie so, dass... Also bei unserem Team so, dass eigentlich niemand 100% arbeitet. Mhm. Auch mein Chef arbeitet nicht 100%. Alle von unserem Team arbeiten eigentlich nicht 100%. Das heisst, unsere Löhne sind allgemein so ein bisschen tiefer. Ich glaube, wenn du bei uns anfängst als Redakteur oder Redaktorin, verdienst du zwischen, sagen wir mal, von zwischen 5 und 6'000 Franken, fängst du, glaube ich, an. Und dann kommt es wieder darauf an, wie alt bist du, was hast du schon vorher gemacht. Ja, hast du irgendwas für Qualifikation oder musst du führen? Bist du irgendwie so wie der Phil, der irgendein Projektleiter ist? Und dann geht es halt wie Uhr. Also ich glaube, von unserem Team, sag ich jetzt mal, der Range ist zwischen 5 und 7'000 Franken. Ja. Genau.
Wie vor? Ist nicht der Einstiegslohn 6? Also sind wir, ich weiß nicht. Halt. Also ich habe damals, wo ich aha, 80%. Ja, ja, aha, ja. Ich bin 100 gewesen. Ja. Aha. Glaube ich jetzt. Gut, ich glaube, das kann man sagen. Ich weiß, ich habe mal beim Messer einfach so Verkehr und so gemacht. Dann ist das wie so der. Entschuldigung. Ich habe mal den Verkehr gemacht beim Messer so. 3. Und dann hast du also als Student und dann ist so gewesen, aber bist du denn bei SRF angestellt gewesen oder bei Via Swiss? Bei SRF und sie haben gesagt 6'000 Franken brutto, also nicht netto. Auf 100%. Auf 100%. Das ist viel. Ist ein bisschen sagen, der Gott hat wieder 14 Kilometer. Nein, aber das ist einfach... Aber ich bin auch Reporter noch beim SRF 3. Also das ist ein journalistischer... Plus ich habe noch die Dienste gemacht. Ist einfach so 6'000 ist so... Einstiegslohn. Und das ist im Medienbereich ein mega guter Dings, weil beim Privatradio zum Beispiel hat man 4'000 verdient. Auf 100%. Okay. Und 4'000 bekommst du eigentlich auch an einer Kasse. Also das ist wirklich, sagen wir so, im Privatradio-Bereich bist du irgendwie so zwischen 4 und 5 und dann hast du beim SRF einen Einstiegslohn von etwa 6k also, und dann geht es von dort an los. Ja, ja. Oder? Und ich habe einen Stage gemacht bei Virus, dann habe ich pro Monat 1'500 Franken verdient. Ja. Was unheuer wenig ist. Das ist aber glaube ich immer noch ein bisschen auf der... Nein, das ist eben, wenn du beim 3 einen Stage gemacht hast, hast du irgendwie 3'000 verdient. Wirklich? Ja. Wo mega komisch war. Und als ich nachher wie angefangen habe, ich habe auch sehr tief angefangen bei Virus. Es war irgendwie wirklich hey, 4,8 oder so. Ja. Ah, in dem Fall ist es 6 gar nicht. Das ist wahrscheinlich je nach Redaktion. Und das ist im Fall meiner Redaktion. Und ja. Ich bei Radio, beim Jugendsender, ist es mega, mega tief gewesen. Eben, es kommt mega auch darauf an, welche Redaktion natürlich, ja. Weil gewisse Redaktionen haben mehr Budget. Und dann hast du noch, je nachdem, ob du mehr am Wochenende musst arbeiten. Und bei den Jungen nehmen sie es im Fall. Ich glaube, es hat sich recht bessert. Ja. Muss ich glaube, wie sagen. Ich glaube, wenn du jetzt bei Virus schaffst, hast du mehr als wir gehabt. Aber wir sind, glaube ich, dann und dort sind wir recht abgezockt worden. Wahrscheinlich schon. Wirklich. Ja, im Vergleich. Wirklich, wirklich. Aber das hat sich jetzt bessert. Es hat im Fall auch wie geholfen, wo nachher das Radio und das Fernsehen fusioniert hat. Weil die Fernsehlöhne sind immer viel höher gewesen. Ja. Und wo nachher dann wie das SF und ja, ich bin schon so lange dabei, wo das noch Trend war. Bei mir ist es noch SRB hat man das wie angeglichen und haben es alle gefunden, ah fuck, alle die Radioleute verdienen viel zu wenig. Und dann haben sie ein hohes Problem gehabt, die Löhne und die Dienstleister zu mergen. Und dann haben eigentlich wie alle vom Radio haben eigentlich gerade irgendwie eine Lohnerhöhung bekommen. Geil. Das ist dann sind so die vom Fernsehen hässig gewesen? Ja, naja, das ist wirklich einfach auch so, die Fernsehleute. Wenn wir nochmal eine Runde machen, eine kurze. Ja, ja, das kommt drauf an, gell? Wenn eine Schnellraterunde. Wann gibt es eigentlich ein Bild von Möri seiner Wohnwand? Das fragt Leonard Rümmeli. Hey, ich muss was ist der Update von deiner Wohnwand? Es ist da Zeug reingekommen, die Lego-Männchen, der Polizei-Badge. Was ist alles noch? Ich habe Pflanzen gekauft und draufgestellt. Es hat mittlerweile ein Kochbuch drauf. Ich kann jetzt was? Euch du hast ein Kochbuch? Ja, ja, sicher. Ja, wann gibt es denn endlich mal das Bild von dieser Wohnwand? Ich muss sie abstauben und gießen. Und dann muss ich, also nicht Wohnwand gießen, Pflanzen gießen. Und dann muss ich warten, bis die Pflanzen wieder schön aussehen. Und dann kann ich ein Foto machen davon. Und dann, was machen wir mit dem Foto? Und dann können alle die schreiben, was sie... Aber in Story nicht, hauen wir das nicht. Das hauen wir nicht in 404 Story rein. Das check, mit dem, wo der Podcast nicht los checken, wieso hat jetzt da ein Foto von einer fucking Wohnwand drin Platz? Weiß es nicht. Die, die sich interessieren dafür, die können ja kurz ein Hey schreiben und ich kann ja privat das WhatsApp das auf die Studiennummer. Sehr gut, du kannst jetzt auf die Nummer schreiben. Yo, baby, let's go! Mach jetzt mit auf 076 431 58 62. Hauptsache es ballert. Ballert. Gut, der schreibt Kleinstadt-Hipsterin. Bin ich dran? Nein, aber du hast jetzt halt schon angefangen. Ah, Entschuldigung, hey, du hast die Frage gestellt. Ja, ja, du kannst nicht aufpassen. Kleinstadt-Hipsterin fragt, was machen, wenn man noch keine Stelle hat nach der Lehre? Auszeit viel würde jetzt sagen, nichts, chillen einfach. Abhauen irgendwo und in so ein, weißt du, es gibt auch die Aussteiger-Camps da, so irgendwo zu Mexiko am Strand und dort Drogen verdienen. Nein, also, sicher nicht. Alter, also Moment mal schnell, wie alt ist man, wenn man aus der Lehre kommt? Man ist glaube 15, 16, oder? Ja, ich habe keine Lehre gemacht. Aus der Schule, die Lehre ist das Problem. Ich bin glaube der Einzige von uns, der keine Lehre... Ah nein, du hast auch keine Lehre gemacht. Ich habe eine Lehre gemacht. Gemacht. Also nein, aus der Schule kommt man 15, 16 und dann ist man 18, wenn man aus der Lehre kommt. Warte mal schnell, die Frage ist... Was macht man, wenn man keine Stelle nach der Lehre... Ah, nach der Lehre! Nach der Lehre. Aber dann ist man irgendwie wirklich so 18, 19. Ja, und dann hast du keine Stelle. Hey, ich muss sagen, was bei mir war. Ich habe ja, das habe ich dir ja schon erzählt, ich habe die Lehre auf dieser unsäglichen Gemeinde gemacht.
Und bin nachher, weil ich wie unbedingt mal extra Cash habe, weil bin ich wie in ein Callcenter gearbeitet. Um wirklich einfach reinzucashen. Mhm. Dann bist du mal, das war die beste Zeit ever, weil du musst wirklich, dann hast du wirklich einfach mal Geld auf der Seite, du bist jung, du hast die Zeit, du musst nicht mehr in die Schule gehen. Es war wirklich absolut fantastisch. Aber die hast du gut verdient im Callcenter? Hey, nein, du hast aber auch schon 5'000 Stutz oder so gehabt. Okay. Aber für einen 19-Jährigen ist das im Fall absolut geil. Mhm. Und was halt, wie ich nachher dann gemacht habe, ist, ich bin ins Militär gegangen. Ich habe das Militär ein Jahr vorgezogen, dass ich eigentlich wie das schon kleiner kann machen und dann wie das auch fertig habe. Aber das Militär ist jetzt gleichzeitig. Ist es eine Mann oder eine Frau gewesen? Also ich kann eigentlich alle ins Militär gehen. Frau. Ja, ich kann schon ins Militär gehen. Du kannst, das habe ich jetzt sagen, du kannst das ja gleichsetzen und sagen, hey, ich stelle mir irgendwie eine Challenge und ich breche jetzt aus, weil die Lehre ist ja ziemlich in eine Richtung gegangen. Ich stelle mir jetzt vor, dass man dann etwas gelernt hat und dann kann man dann das mega gut. Und vielleicht die Zeit vielleicht noch nicht zum Horizont weitermachen und sagen, mich würde das noch interessieren oder irgendwie einen Spruchaufenthalt oder mal irgendwie zwei Monate. Ja, aber für das brauchst du alles Geld und du kommst aus der Lehre und du hast kein Geld, null Geld nach, auf der Seite. Nach dem Brotjob sagen, ja. Hey, ich will jetzt schnell Geld verdienen für meine Auszeit und dann während der Auszeit nochmal einen frischen Lauf zum Stellsuchen. Was ich auch gemacht habe, was mega toll war, war einfach auch, du kommst ein bisschen durch die Leute und lernst neue Kollegen kennen, ist im Fall Gastro. Ich habe auch halt während der Lehre und dann auch Anfang Studium habe ich im Gastro angefangen. Nein, ich habe erst nach der RS habe ich im Gastro angefangen, um einfach auch wie Cash zu verdienen. Aber ich habe wie auch gewusst, ich habe keinen Cash zum unterwegs sein, bin aber gerne am Abend wach und gerne unter die Leute. Mhm. Dann habe ich wirklich einfach Bartresen gewechselt und habe eigentlich wie, ich war im Ausgang, gewesen, aber habe wie noch Geld verdient. Mhm. Mega smart von mir. und habe das einfach wie so gemacht, aber es ist halt auch wie etwas, wo du eigentlich kannst, wo du kannst einsteigen, wo du aber auch Sachen kannst lernen und dann kommst du wieder mit anderen Leuten in Kontakt, die dir vielleicht wie eine Idee geben, was du eigentlich nachher dann könntest machen. Mhm. Ja. Also nicht verzweifeln. Und es braucht immer Menschen dort. Es braucht immer Leute. Gibt aber auch Leute, die nachher so in dieser Gastro hängen bleiben und ja, dann irgendwann bereuen. Ja, aber wenn ich jung bin, ist es einfach easy. Ja, voll. Also, weißt, ja, ist ja. Wie noch... Nein, aber ja. Das kommt schon gut. Es kommt super. Das kommt auf jeden Fall. Was würdest du für eine Tier? Du hast nichts gemacht. Hey. Ja, also nein. Was ich hast du für Brotjobs gemacht? Ich habe so Internetabos und so verkauft. Also ja, eigentlich so proaktiver Sales Agent. Hat das also ich habe nach der Matura genau das Gleiche gehabt. Ich wollte Geld verdienen. Ich habe keinen Bock gehabt, zum gerade studieren. Ich habe genug von der Schule nach 6 Jahren Chemie. Ich habe eine Langzeit-Chemie gemacht. Und dann habe ich gesagt, hey, fuck. Jetzt gehst du noch studieren. Also, weißt, hast du, ja, ja. Und dann habe ich gesagt, geh arbeiten. Und dann habe ich das gemacht. Und nachdem habe ich dann schon das Praktikum bei einem anrüchigen Fernsehsender gemacht. Ja, und habe dort ein bisschen meine Spuren abverdient. Star TV? Bei Star TV habe ich geschafft. Wirklich? Ja, ich habe ein Praktikum gemacht. Ich bin eingestellt worden von so einem, der nachher verhaftet worden ist. Ich habe mich auch mal bei Star TV beworben. Was? Verhaftet? Wirklich? Oh, ja. Ja. Aber sie hat mich nicht genommen. Wahrscheinlich die gleiche Stelle, da wäre, und viel hat sie bekommen. Nein, es war irgendwie mega so Data-Analyst gewesen, zum Zuschauer-Ding auswerten. Einfach auch so quer. Du bist auf der bösen Seite. Die hätte die easy können. Das hat keine qualifizierte Ja. Ich habe so eine Game-Sendung gemacht, wo ich eigentlich gar nicht gamed habe. Es ist wirklich einfach, dort war Sodom und Gomorra gewesen, bis da gewesen. Aber einfach weißt, wie lustig, auch eine denkwürdige Zeit. Die Leute haben noch geraucht in den Büros. Ja. Es ist einfach etwas gewesen. Aber gell, als ich bei SRF angefangen habe, haben wir auch noch bei den Büros geraucht. Ja, gut. Das gut. Darf ich gerade die neue Frage anreissen? Der Sensei Backpool verfolgt, wer von euch mag am meisten kiffen? Ich finde sehr wahrscheinlich jetzt ist der David Meurer. Nein. Das glaub doch, ich nicht. Ja, ich glaube, kiffst du noch? Nein, ich habe nie gekifft. Eben, und ich kiffe im Fall fast null. Und ich glaube, wer dann am meisten mag kiffen, ist im Fall der David Möri, weil du kiffst im Fall am meisten von uns allen. Das stimmt doch gar nicht. Gell, jetzt auf diesen Velotouren. Du gehst doch nur darum, um den nächsten Coffeeshop zu erreichen. Ich weiss nicht einmal, wie man an das Zeug kommt. Du nimmst ja einfach nur 2 Züge, aber ich glaube, wenn du nur 2 Züge nimmst im Moment, kiffst du am meisten in diesem Team. Mhm. In dem Team. Ja, also das Kiffen ist im Moment nicht so das Thema bei uns. Aber früher war es mehr so, ich ab und zu dann einfach so mitkiffen, also ein bisschen in Zug genommen und so. Und dann hat es mich jedes Mal verbessert, weil ich einfach, wenn ich das gemacht habe, eh schon sturzbetrunken war. Und es ist nie gut gekommen. Nie. Freunde draussen,
Mischkonsum nie gut. Nie, wenn man besoffen ist, das Gefühl, mal jetzt kiffe ich mal da. Wenn man das sonst nicht macht, das ist immer eine schlechte Idee. Schlechte Idee. Es ist dann immer der Zug heim oder sonst irgendwie. Ja. Aber ich würde sagen, im Moment David Möhrig. Ja, ich mir nicht ich check, was ihr damit sagen wollt. Aber ja, nicht, dass es bei dir mega ausreißt. Überhaupt nicht. Also ich habe das jetzt absolut im Griff. Schau ich fest, dass ich in einem guten Licht stehe. Ich will jetzt hier nicht als ich bin hier einmal doch, in dieser Runde bist du die Kiffbirre. Hey, du bist der Kiffer. Das hätte ich auch nie gedacht, dass es mal noch so weit kommt. Aber was bei mir halt einfach wie so ist, ich tue einmal im Jahr, wenn ich mit meinen Kollegen in ein Alphütli gehe snowboarden, tue ich ja backen. Und dann mache ich Hush-Brownies. Machen. Und das Problem ist bei diesen Hush-Brownies, man weiss nie ganz genau die Dosierung. Ja. Und entweder sind sie einfach sehr schwach und du merkst nichts, und dann nimmst du nochmal, oder sie sind hure stark und dann verbessern sie alle und sind alle hure drauf. Und das ist immer Lotterie. Jedes Jahr ist Lotterie, wenn der Bündner seine legendären Hush-Brownies bringt. Ja, Hush-Brownies ist ganz gefährlich. Ja, alles, was du isst, du kannst es nicht kontrollieren. Nein, das habe ich einfach noch nie gehabt. Soll ich einfach mal wachen? Du hast die Gutze gegessen. Oh nein. Soll ich mal wachen? Ich habe das kommt nicht gut. Das kommt nicht gut. Wirklich das noch nie gehabt. Das weiss ich jetzt schon. Ich weiss gar nicht, ob... Können wir das unter kontrollierten Rahmen? Ja, das kannst du nicht kontrollieren. Jemand, der hat einfach auf aber der Kontrollfreak Moiri, würdest du das wirklich machen? Nein, aber ich habe gesagt, ich kann es einfach also, nie wir machen also gut, ich nehme mein Backblech führen. Hä? Lass mal den Backpapier ausrollen. Mhm. Ich habe eine tolle Fragerunde gefunden. Super. Ja, es gibt noch mehr Fragen in den weiteren Folgen von Debriefing 404. Danke vielmals. Danke auch. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Das wünsche ich dir auch. Bis bald. Bis gleich. Wir sind irgendwo unter dem Baum. Hör jetzt auf, bitte. Was ist es? Tetris. Debriefing.